Hallo, herzlich willkommen hier in Agolondo. Ich versuche jetzt mal hier diesen Bot kaputt zu machen. Ich habe seit letzter Folge ganz schön gelevelt. Und ja. Ja. Das ist immer so gefährlich hier. Und ich habe meine Energie seit letzter Folge um einiges verlängert. Und natürlich auch meine Stärke, dass ich dieses starke Schild jetzt hier tragen kann. Oh. Aua. Warte doch mal. Ach Gott, ey. Okay, lauf, 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 lauf. Ja, genau. Das Ding trifft mich auch jedes Mal. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Hallo, ich will was trinken. Ach Gott, ey. Lauf, 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 lauf. Ah, ich versteck dich wieder dahinter, ey. Die alte Pflaume. Okay, ich schnür den gelben auf, den blauen aufladen hier. Ja genau, das ging auch noch. Rennen, Mann. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, haben wir getroffen? Ja, ein bisschen irgendwie. Oh nein, ich komme wieder dieser Hagel, Mann, das ist doch kacke. Lass doch mal diesen Hagel hier oben nachher. Ja. Du sollst doch brennen, Mann. Ja. Ja, hau noch mal zu, Mensch. Alter, da bin ich auch wieder getroffen. Dieser Hagel. Ja doch. Ach Gott, ey. Nein. Hä? Na toll, jetzt habe ich nichts mehr. Ach, das ist natürlich Hühner. Kacke. Oh, geht hier weg. Oh, du Heilige. Huch, was ist jetzt los? Unkindled one. The fire fades and awaits its one last. Was ist denn hier los? Please save his soul. Hm?
Was geht, was ich da für ein Leben noch übrig hatte, ey. So ein kleinen Zipfel noch. So knapp haben wir noch nie am Boss besiegt, ey. Oh, Wahnsinn. Uiuiui, war ein bisschen anstrengend, aber gut, diesmal ging es, weil ich dieses Riesenfeuer hatte. Fürstenasche, yeah. Und Seele von Aldrich. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wieso komme ich denn jetzt hier hin? Mit so wenig Leben noch? Guck dir da. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich kann doch jetzt nicht. Nee. Was soll das denn? Wieso bin ich denn jetzt hier hingebracht nach diesen anderen Boss? Was soll das denn? Ich kann doch nicht nochmal gegen den jetzt gleichzeitig kämpfen irgendwie. Der ist ja noch stärker. Was soll der Kack denn jetzt? Ja, toll. Wieder mal da oben gucken. Wieso werde ich denn da nach dieser Kirche hingebracht? Das verstehe ich nicht. Was soll das denn? Da hast du nichts mehr zu trinken, kein Leben mehr und alles und dann auf einmal kommst du dahin nach der Kirche. Was soll das denn? Wenn man einmal am Leuchtfeuer war, dann sind glaube ich die Seelen auch weg, ne? So war das irgendwie. Ich will nur mal gucken jetzt hier. Was soll denn das denn? Warte mal, das war ich. Das wäre hier, genau, dann müsste ich da hochlaufen. Was soll der? Wieso bringt das mich denn jetzt dahin? Nach diesem Boss, da die Tänzerin. Alleine kriege ich die doch nicht. Was soll das denn? Und alleine mache ich die auch nicht, das ist blöd. Die ist ja noch stärker als alle anderen Bosse hier zusammen irgendwie. Obwohl die da im Anfangbereich ist, sag ich mal. Bei der hohen Mauer. Das ist ja komisch. Und denk mal, da kommst du irgendwie da weiter. Und dann wirst du automatisch gleich hierhin teleportiert. Okay, nee, die Seele sind noch da. Also. Ja, ja, ist ja gut. Du denkst, du bist ein ganz schlauer, was? Gut, dann nehme ich die noch mal mit. Ah, da sieht man das Feuer von dieser alten, von dem Boss. Nee, nee. Hoppala. So, gut, ja. Komm aus dem Weg hier, das gehört. 55.556. 4 mal die 5. So, gut, ich kann ja mal zeigen, was ich seit letzter Folge so irgendwie vielleicht erhöht habe oder verdoppelt habe oder was. Im Moment brauche ich bis zum nächsten Level 118.000, ja. Ich bin jetzt auf Stufe 134.
Letztes Mal war ich keine Ahnung wo. Da müsste man die letzte Folge nochmal angucken. Da haben wir das glaube ich auch nochmal gesehen. Oder davor irgendwie. Vitalität habe ich jetzt auf 26. Kondition ist 24. Vielleicht ein oder zweimal irgendwie erhöht. Die Stärke glaube ich auch einmal bis zweimal. Ja. Und sonst eigentlich nicht viel gemacht, habe nicht viele gefunden, außer diesen einen Zauberstab da. Also, ne? Dieses Teil hier. Ja, und sonst halt habe ich immer versucht zu leveln und zu leveln. So, Wahnsinn, ich kann mal ein bisschen weiterkommen, das ist ja. So, warte mal hier, Götterfresser, da waren wir zuletzt. Die letzten Tage ist halt nichts von mir gekommen, weil ich da mehr oder weniger krank war. Nase war dauernd am Laufen, Augen haben gedreht, Husten, ja, war stärker, aber den bin ich noch nicht ganz losgeworden. So. Warte mal, hier war. Okay. Ein Lift, Fahrflug. Hier beim Kämpfen habe ich auch noch Nebel gesehen, genau. Der geht auch hoch. Warum sind hier zwei? Einer reicht doch. Die Frage ist jetzt, sind da oben auch dann zwei? Mal gucken. Aha. Der andere ist dann hier. Yep. Komisch. Warum ist da die Tür offen? Hoppala. Ach Gott, dieser verdammte Husten, der ist so. Boah, nee, furchtbar. Seltsam. Hallo? Nö. Hier ist aber. Ah ja. Das ist jetzt natürlich von oben gesehen. Nö, hier ist nichts. Und da hinten ist nur eine Tür offen. Warum ist da schon das Tor oder die Tür offen? Komisch. Was haben wir denn hier? Ring der Sonnenprinzessin. Aha. Eine Art Riesensofa. Und hier komme ich nicht weiter. Na toll, das heißt, ich muss jetzt diesen anderen Boss machen, der einfach unmöglich ist, alleine zu besiegen. Das ist ja blöd. Dachte, ich komme ja mal weiter. Na toll. Okay. Dann eben nicht. Nein. Das ist ja doof. Was war denn das nochmal für ein Ring hier? Was habe ich denn da gefunden jetzt? Nee. Ach man, warte mal hier.
So. Na gut. Jetzt bleibt echt nur dieser eine blöde Boss, der unmöglich ist, so wie all das gibt's doch nicht. Nö. Abwärts. Na toll. Das kann doch nicht alles gewesen sein hier. Du kommst hier hoch über die Dächer oder was da zum Boss und der Boss bringt dich dann wieder zurück zum Anfangsgebiet. Warum? Ja, kann so gut. Hallo, kann ich mal aufstehen? Sei toll da oben. Ey, das ist ja mal richtig blöd hier. Da so unten das Feuer kommt in ein anderes Gebiet rein und dann auf einmal bist du hier schon beim Boss und dann geht's da nicht weiter. Soll ich wirklich ganz zurück? Was ist denn mit den anderen Türen an der Seite und so? Hier ist auch noch eine Tür. Können wir irgendwo mehr hin? Hi. Jo. Das kannst du gut mit deinem Blitz machen. Du kannst dich auch nicht bewegen, wenn der dich einmal getroffen hat, ey. Oh, ich hasse die mit den roten Augen, ey. Obwohl du geschützt bist, dein Schild vor dir hältst, ey, der trifft dich einmal und dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Der haut deine Energie da weg, ey. Alter, das finde ich so bescheuert, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass der dich da mit deiner Energie so schnell weghaut. Die Ausdauer weg und dann das Rote weg. Dein Leben ist weg, ey, das gibt's doch nicht, Mann. Damit, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab so viel von dem grünen Strich, ey. Der trifft dich mit einem Schlag oder zwei und dann bist du weg. Dann hast du keine Energie mehr, keine Ausdauer da mehr. Alter, diese Blitze, was soll der Kack, Mann? Und auf einmal liegen die ganzen Dinger hier auf dem Boden. Wir hätten da noch was verloren. Hallo, bleib doch draußen. Na, muss ich mich erstmal wieder anders anziehen, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Der eine hat Blitze. Wer ist denn jetzt besser geschützt gegen Blitz hier? Ja, 12, 4, 13, 13, 3. Okay, warte mal, 13, 5. Gut. Nee, ist nicht drin, ne? Hm.
Da war noch eine. 13-4. Gut. Und hier haben wir Blitze, da 7-7. 7-9. Oh, eine 8. Bietet jemand mehr wie 8? Nein. 8 zum ersten, 8 zum zweiten, okay. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Und ich soll jetzt gegen diese Tänzerin? Mann, die kann ich nicht und die will ich auch eigentlich gar nicht machen, ey. Ich weiß nicht, das ist der einzige Boss da bis jetzt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Mag das komische Vieh nicht da. Ja, ja, ich weiß. Der Blitzefritze kommt hier. Dann hast du hier oben noch Türen, die nicht aufgehen. Was soll das denn? Ja. Das ist doch merkwürdig, Mensch. Da ist rechts eine Tür, links. Aber du kannst die Türen ja nicht öffnen. Du kommst da ja nicht hin. Der Weg geht nur zum Boss. Und der Boss teleportiert dich wieder nach hinten. Zum Anfang. Und hier kommst du ja nirgends rüber. Seltsam. Hopp. Und hier unten ist ja nichts. Guck. Da ist ein Turm. Weil da kommst du nicht hin. Sieht aber aus wie ein Lagerfeuer, wie ein Leuchtfeuer da hinten. Da ist ein Leuchtfeuer. Ja und? So, warte mal. Ich hab doch was zum Werfen, oder nicht? Kann doch. Wegmarkierung. 8 Stück. Die können auch einen den Weg markieren. Jetzt frage ich mich, ob die denn... Warte mal, ich kann mal... hier sozusagen dahin legen. Kann man die doch werfen, ne? Ach so, schmeißt nur nach hinten, nach unten. Ja, toll. Fällt nicht runter. Ja, toll. Haha. Das ist echt toll. Muss auch was haben, was ich weiterwerfen kann. Irgendwas muss man doch noch... vielleicht Wurfmesser? Aber die sieht man nicht.
Die Hofmeister sieht man nicht. Vielleicht das Größere. Okay, das sticht da im Boden. Ha. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Messer. Da sticht er auch noch drin. Okay. Okay, da haben wir ihn auch noch drin. Donnerwetter. Die Frage ist, bleibt er jetzt wirklich immer nur geradeaus oder biegt er auch mal irgendwo hin ab? Nein, da habe ich ihn auch noch. Mhm. Vier Messer haben wir noch. Da sticht er auch noch drin. Okay. Vielleicht reicht er ja bis da hinten hin. Gut, ich stehe wieder vor dem Messer. Oh, den hat er jetzt da. Haben wir. Okay. Einen haben wir noch. Der ist da. Gut. Dann könnte natürlich jetzt noch weiter nach vorne gehen. Warte mal, wir haben ja noch die vier kleinen Messer. Oha. Okay, er ist ein bisschen nach vorne. Der ist auch noch da. Okay, gut, dann. Uaha. Hi, ja, da, Honda, Alter. Was ist denn das? Hallo? Willst du heiraten? Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. Aha. What beckoned thee to such a place? If thou'st come stumbling here in error, I bid thee leave anon. This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Sullivan. Though 'twas a rare delight to converse with another. My thanks, strange visitor. May the dark moon watch over thee. Thou think'st to remain? This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Sullivan. I bid thee leave anon. May the dark moon watch over thee. Thou think'st to remain. This tower is a prison. I bid thee leave. May the dark moon watch over thee. Seltsam. Mit der kann man ja nichts machen. Hier ist nichts. Oha. Oh, Bug. Oh, wow. Ach du Heilige. Warte mal. Wie komme ich denn da unten jetzt am besten dran? Hier auf das Dicke fallen lassen? Hm. Bisschen darüber. Ach du Heilige. Wenn das jetzt nichts Gutes ist, dann. Wow. Gemälde Hütterschwert.
Aha. Ach Gott. Ja. Fähigkeit Kettentanz. Aha. Naja, gut. Dann vorsichtig wieder hier zumache. Nicht so. Ach, da unten liegt ja noch was. So. Hä? Oh. Eine Gemäldeausrüstung hier. Hallo? Gehen wir versuchen? Nö. So, nun? Eieiei. Aha, aha. Ach du Heilige. Moment. Ich bin noch gut dabei, ja. Okay. Ha. Ich versuch mal hier. Hep. Okay. Dann hier runter. So. Wie tief ist denn das noch? Hm? Hopp. Gut. Dann hier. Und dann da. Ach, das ist dann der eine Turm. Alles klar. Stimmt. Jetzt erkenne ich das auch wieder. Yep. Na gut, dann bin ich jetzt wieder hier. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als den anderen noch zu versuchen, wa? Aber den kriege ich ja alleine nicht. Naja, dann war das erstmal auch mein letzter Boss wieder. Gut, muss ich mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich verabschiede mich erstmal hier an dieser Stelle. Ja. Und dann mal gucken. Bis nächste Folge oder wie auch immer. Bye, bye.